Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Einkaufsvideo. Ich weiß, ich bin im Verzug, aber ich hatte diesen Monat wirklich viel zu tun generell. Oder ja, vor allem jetzt den Schluss. Überstunden, 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 weil wir halt Personalmangel haben aufgrund von schlecht, ich will mal sagen, organisierten Vorgesetzten, die einfach irgendwelche Angestellten entlassen, wo man vielleicht hätte mal mit der gesamten Gruppe drüber reden müssen und jetzt muss ich den Scheiß damit ausbaden, weil halt Personalmangel ist. Und dementsprechend kam halt weniger, weil ich halt wirklich die Faxen dicke hatte. Okay, fangen wir mal an mit diesen guten Weintrauben, ehe wir hier noch irgendwas anderes sagen, was uns leid tut. Trauben kernlos. Ich denke, daraus werde ich mir gute Säfte machen. Wobei ich sagen, na gut, nee. Wenn man sie wäscht und gut lagert, die halten sogar richtig lange, bis irgendwann zu Rosinen werden. Aber die meisten mögen ja keine Rosinen. Tomaten, die, wie ich finde, überteuert sind, wie sie alles, also Obst und Gemüse, das ist ja wirklich der Horror. Das ist wirklich meine Fresse. Mini-Cherry-Prispen-Tomaten. Ich kann nicht mehr lesen. Ich bin völlig von der Rolle. Tut mir leid. Risten, Tomaten, gut zum Schälen, gut zum Anbraten. Nur roh esse ich sie nicht, eigentlich bin ich überhaupt nicht so der Tomatenfreund. Meistens eher gekocht, dann sind sie auch nicht so sauer. Macht niemals den Fehler zu glauben, daraus Tomatensaft zu machen. Ungekocht. Es funktioniert nicht. So. Eier aus Bodenhaltung vom Land. Huhn und Hahn, nur echt mit diesem Typen hier drauf, der so eine Henne hält, um zu zeigen, wie tierfreundlich er ist. In Wirklichkeit habe ich absolut keine Ahnung, ob diese Eier gut sind, aber sie werden wohl gut sein, wenn der Mann sagt, dass das so ist, dann wird das wohl stimmen. Ja, alles wird teurer, nur die Qualität, die ist die gleiche. Himbeeren, Bio-Bio-Himbeeren. Aus EU-Landwirtschaft. Hier steht Bio aus EU-Landwirtschaft. Wo die genau herkommen? Also manch. Okay, ich muss sagen, ich lerne auch was dazu, okay? Ich lerne auch was dazu. Ja, also wir haben ja einmal Himbeeren, die kommen aus Spanien, das ist wundervoll. Klasse 2. Bio-Himbeeren, ja, also. Ja, die haben eine weite Reise hinter sich. Alle Achtung. Also. Ich hätte es ja noch verstanden, irgendwo aus Italien. Ach Gott, okay, lassen wir das. Dann haben wir einmal Brombeeren. Only the finest berries. Aus Marokko. Kommt überhaupt noch irgendwas irgendwo her, was nicht über See oder irgendwie einen meilenlangen Weg hinter sich hatte? Meine Fresse, ey. Ich bin immer wieder entsetzt, weil ich gucke mir die meistens, also, ja gut, die Lebensmittel gucke ich mir schon an, aber ich gucke mir das meistens so richtig erst an, wenn ich zu Hause bin. Also hier mit euch, Bananen, ich habe keine Ahnung, woher die kommen, aber ich gehe nicht davon aus, dass die aus Deutschland stammen. Die werden wohl eingeschifft worden sein, ist kein Problem, bei Bananen gehe ich konform. Und dann haben wir eine, komm her zu mir. Thunfischfilets geschnitten, saftig im Aufguss. Na fein. Woher kommen die? Wurde von Arschreck gar nicht mal gerade selber gesagt. Irgendwo steht das da bestimmt. Netto. Ja, okay, die kommen von Netto. Naja, Thunfisch. Einfach nur Fisch gesehen, dass ihr das seht. Ich bin wirklich. In bester Laune. Haferflocken von Köln, zart und vollkornig. Hundertprozentig, kann ich mehr dazu sagen. Mein Einkauf ist gleich. Ihr könnt sehen, der Ballon da hinten, der gläserne, der ist schon wieder leer, der war mal bis zum Rand oben hin voll. Haferflocken und dann mit ja, Obst, Bananen, Äpfel, Orangen. Ein bisschen Kokosnussmilch in den Mixer gesteckt und das Ganze zu einem Brei verpamst. Sieht widerlich aus, schmeckt aber gut und macht richtig schön satt. Also ich muss sagen, wenn man das richtig zubereitet, dann hast du wirklich für stundenlang was im Bauch. Kann man nicht anders sagen. Und da dürfen natürlich auch Heidelbeeren nicht fehlen. Ich glaube, das ist das Einzige, was immer staubig, was immer Bestand haben wird.
Beste Ernte. Wahrscheinlich irgendwo aus Jugoslawien oder sonst irgendwoher. Keine Ahnung. Ach, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ne, warte mal doch hier. Heidorf. Okay. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Kann sonst nur sein. Dann haben wir einmal eine vegane Mühlensalami Classic. Ich habe die einfach noch zum Kosten probiert. Zum Kosten probiert. Ja, ich werde die probieren. Die sieht ehrlich gesagt vom Optischen her zum Kotzen aus. Aber vielleicht schmeckt sie auch nicht so schlimm, wie man denkt. Ich schwöre es einfach mal. Nee, ich mache die jetzt nicht auf. Ich habe noch ein bisschen angerissenes im Kühlschrank. Das mache ich nicht gerne. So zwei Sachen anreißen und das eine ist noch nicht richtig leer. Das ist, nennt mich altmodisch. Das ist nicht meine Art. Das Brot, das immer kleiner wird, vor allem das gesunde Brot, wenig drin, immer kleiner, aber mit das teuerste. Kleiner Kern, Vollkorn, ja genau. Der Rest hat kaum Nährwert. Aber hier darauf kann ich mich zumindest verlassen. Äpfel, das ist wirklich eine feine Sache. Kann ich echt nicht meckern. Klasse 2, 2 Kilogramm meinetwegen. Von irgendwoher, wo ich jetzt nicht weiß, aber aus Deutschland. Äpfel halten lange, sind knackig, süß und saftig und gehören bei mir jeden Morgen einfach mit dazu. Die Jagdwurst, gut fürs Rührei. Auch wenn ihr nicht wissen wollt, wie die hergestellt wird. Delikate Jagdwurst. Na gut. Eingeschweißt, muss ich nicht viel sagen, hält ewig. Naja, lange. Tabaluga-Gürkchen. Geschält, geschnippelt, geknabbert. Für zwischendurch, aber es ist irgendwie auch besser, fast nur Wasser. Und die muss der wirklich schnell essen. Diese Gurken setzen wahnsinnig schnell Schimmel an. Also Surimi und so, da hinten noch Süßkartoffeln, das ist so Gemüse. Das kannst du wirklich eine Weile lassen, das hält und hält und hält. Aber sowas mit viel Wasser drin, das ist halt echt dann echt schon verdorben. Genauso wie das hier. Avocado, Avocado, ich sag euch eins, Avocado ist unheimlich gut für die Haut und ich rede jetzt nicht von ins Gesicht schmieren, sondern von Essen. Das enthält Antioxidantien und hat Nährstoffe, die wirklich sehr, sehr gut für den Körper sind. Das Problem bei Avocado ist, sie schmeckt halt nicht wirklich gut, wenn man sie nicht richtig zubereitet. Also ich empfehle am besten Avocado mit Banane, ein bisschen Kokosnussmilch, das Ganze in den Mixer reingequirlt und dann hast du wieder eine Art grünen Pudding. Sieht komisch aus, schmeckt aber wirklich gut. Aber bei Avocado, wie gesagt, musst du halt schnell essen. Na gut, was heißt schnell? Die sind noch recht grün. Die werden nicht ganz so schnell schlecht werden, aber Avocados neigen dazu, wenn sie dann schwarz sind, zu weich sind, schlecht zu werden. Das ist halt echt schade. Nivea Creme for Men. Bitte ohne Parfüm. Ich habe mir extra eine Creme für Gesicht, Körper und Hände geholt. Nach dem Duschen sehr empfehlenswert. Nivea ist meistens parfümiert, oder? Ich habe aber nichts anderes gefunden. Also Melkfett, das ist so, weißt du, wenn ich mich da so eincreme. Die ist sowas von parfümiert. Ach, jetzt habe ich es in der Nase kleben. Na gut. Ich mag eigentlich Creme überhaupt nicht, wenn sie parfümiert ist, obwohl sie gut riecht. Nur gut. Laugenecken. Die sehr heiß begehrt sind, also. Mit Butter, ein bisschen in die Mikrowelle warm gemacht oder im Backofen, wo die Mikrowelle schneller geht. Käse, Ei, köstlich, köstlich, köstlich. Oh, die halten recht lange, wenn du sie nicht gerade irgendwo draußen liegen lässt. Dann trocknen sie aus. Kefir. Auch gut für irgendwelche Smoothies oder irgendwas anderes. Ist generell so ein bisschen ulkig hier. Ich habe gespuckt. Kalinka-Kefir von Müller. So, Kalinka, das ist ja aus Russland. Und hier unten steht, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, Kefir aus Deutschland. So ganz klein. Wow. Ja, das ist, aus Russland ist ja momentan sowieso alles böse, also das ist ja ganz, ganz schlimm. Ich hatte mal ein Video gemacht über Politiker, wie verlogen die sind. Ihr könnt euch vielleicht entsinnen, die anderen. Ich habe sowas von untertrieben. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Also ich bedauere nie auch nur einen Tag, dass ich kein Fernsehen mehr habe. Es ist wirklich furchtbar. Also kein Fernsehen, keine Gehirnwäsche, es ist wirklich wahr. Und zu guter Letzt Kokosnussmilch. Mir läuft die Nase. Von der Creme etwa? Oh, keine Ahnung. Alpro, ohne Zucker, ihr kennt's. Ich lasse mir auch noch irgendein Kochvideo für euch einfallen, aber ich weiß noch nicht was. Lasst euch überraschen, wie gesagt.
Momentan ist es bei uns sehr turbulent, viel zu tun, nervig. Und dementsprechend halt ist die Zeit manchmal hintenrum ein bisschen eng. Gut, danke fürs Zuschauen. Dann bis demnächst irgendwo. Ja, mal gucken, was ich für euch habe. Tschüss.